Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenabschluss am Freitag, dem 30. Januar hier beim JFD-Devisenradar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und heute ist hier natürlich nicht nur Monatsabschluss, sondern auch Wochenabschluss und wir dürfen mal gespannt sein, was der Tag noch bereithält. Wir haben hier auf der Agenda des heutigen Tages einiges an News. Da kommen einerseits 11 Uhr nochmal Verbraucherpreise aus der EU, zusätzlich noch die Arbeitslosenquote und dann am Nachmittag, das ist sehr, sehr wichtig, gerade für die USA, haben wir hier die, oder besser gesagt, die erste Veröffentlichung vom Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals. Das wird spannend sein, ob die Stärke der Vergangenheit hier weiter fortbesteht. Wie sich das auf den Euro gegenüber dem US-Dollar auswirken wird, sowohl die EU-Daten als eben auch die Daten aus den USA am Nachmittag, werden wir gespannt beobachten. Tatsache ist, wir befinden uns hier auf Tagesbasis ganz klar. Der Chart spricht Bände in einem wasserfallartigen Ausverkauf. Der Markt also hier deutlich im, ja, Rückzugsmodus, immer noch auf der Suche nach einem anständigen Boden. Man kann hier nur spekulieren, wann dieser gefunden wird. Letztlich jegliche Aussichten auf möglichen Boden, wie wir eben auch hier auf die letzten Januartage hin in der Vorwoche hatten, werden immer relativ schnell wieder relativiert im Sinne neuer Preistiefs und dann hat sich das letztlich auch wieder alles ganz schnell erledigt. Wir wollen aber den Euro-US-Dollar eben jetzt hier im Vorfeld betrachten, denn irgendwann kommt mal eine stärkere Erholungsbewegung. Ob die heute kommt, das scheint nicht so zu sein. Wir haben hier im Stundenchart zunächst hier die, ja, Tendenzen der vergangenen Woche mit diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Hier aufsteigendes Dreieck, möglicher Ausbruch nach oben, aber hier war definitiv der Deckel drauf und hier ging es dann eben zur Sache im Sinne dieser Ausbruchsbewegung nach unten mitsamt Ausbruch unter diese Unterstützungslinie hier. Das war eine sehr, sehr signifikante Entwicklung beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Natürlich auch hier sicherlich ein Tag, der seinesgleichen sucht, denn Sie wissen, am Donnerstag, dem 22. im Sinne dieser Korrekturbewegung war EZB-Tag und das brachte den Euro gegenüber dem US-Dollar natürlich hier insbesondere unter Druck, da dann eben hier das Anleiheaufkaufprogramm im großen Stil beschlossen wurde. Also weitere Verwässerung der relativen Stärke des Euros. Daraufhin wasserfallartiger Ausverkauf in der Fortsetzung auch hier im Stundenchart. Doch jetzt, wie unlängst, seit ja, dem 27.01. hier, seit den Morgenstunden, sehen wir hier eine Zugheilung des Preises. Wir sehen eine Verengung der Preisrange. Und das ist ganz interessant, denn hier wird in gewisser Art und Weise Druck aufgebaut. Also es das heißt, Euro-US-Dollar sollte hier früher oder später ja, einen Bewegungsimpuls starten können, der hier auch durchaus noch stärkere Impulse nach oben versprechen dürfte oder eben nach unten. Das bleibt abzuwarten. Rein technisch haben wir jetzt einen Erholungsmodus, der im Sinne des Trendfortsetzungsstils eigentlich dafür spricht, dass Euro-US-Dollar voilà, hier nach unten rausbricht. So. Da haben wir es. Nach unten rausbricht. Wir sehen aber gerade aktuell Euro-US-Dollar eine Range von 26 Pips in einer starken Verfassung aktuell, gerade auf Tageshoch. Ja, spannend jetzt hier in diesem Bereich an dieser Abwärtstrendlinie. Hier knapp drüber, gute 6, 7 Pips hier bei 1,1315 wird es spannend, ob der Euro gegenüber dem US-Dollar die Kraft hat, hier tatsächlich sich nach oben rauszuschrauben. Scheitert er hier? Bleibt es erstmal zu beobachten, wie das hier weitergeht. Ich vermute dann, dass wir hier bis zu den Mittagsstunden in diesem Dreieck verweilen. Wenn wir ausbrechen, wird es hier am gestrigen Tageshoch interessant. Das war hier bei 1,1368 in Verbindung der Vortageshochs hier der ganz klare Widerstandsbereich Deckel auf der Oberseite. Wenn man denn hier davon ausgeht, dass der Euro diese Trendlinie jetzt hier durchbrechen wird. Falls es nicht tut, dann abwarten, was hier am Daily Pivot Point passiert. 1,1320, da hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar tatsächlich einen kleinen Boden in den Morgenstunden aufgebaut und da wird es eben spannend sein zu beobachten, ob der Euro gegenüber dem US-Dollar hier unten dann, wenn er den Daily Pivot Point unterschreiten sollte, hier an dieser Aufwärtstrendlinie nochmal seinen Haltepunkt findet, ob er sich hier tatsächlich fängt und wieder nach oben dreht. Letztlich hier wird sicherlich ein relativ starker Bewegungsschub in Kürze zu erwarten sein, der dann eben hier weitere Impulse auslösen dürfte. Rein von der Wochentagsstatistik sieht es hier nicht gut aus. Moment, jetzt haben wir den DAX gerade drin. Holen wir uns mal Euro-US-Dollar. Denn wir haben hier natürlich auf die Woche hin zum letzten Tag, inklusive der Vortage, also ab der Wochenmitte, Mittwoch
hier speziell eine schwächere Tendenz, die sich hier leicht positiv entwickelt zum Freitag. Aber 46% positive Schlusspreise sind eben keine 100% und wir sind hier unter der 50% Quote. Insofern ein leicht negativer Tag. Insofern zu beobachten, was der Euro gegenüber dem US-Dollar heute noch macht. Hier die Rahmenbedingungen sind klar gesteckt. Rein statistisch auf den Wochentag eher eine schwächere Tendenz. Wenn wir jetzt uns hier per Stundenpreis drüber rausreißen, dann dürfte es hier oben bei 1,1370 eng werden. Spätestens da rechne ich dann mit einer Konsolidierung. Oder aber, wenn der Ausbruch über den Resistance Point 1 gelingt, 1,1377, dann geht es sicherlich hier relativ zügig in Richtung 1,1426. Da haben wir hier auch das Hoch vom 27. in dem Bereich 1,1423. Das hier dann ein sehr, sehr interessantes Level, um zu sagen, hey, hier hätte der Euro, wenn wir hier oben rausgehen, auf jeden Fall Folgepotenzial. Kommt es aber im Sinne der schwachen Wochentagstendenz eben hier zu einem unterschreitenden Daily Pivot Point, dann wird es hier eben an dieser Trendlinie rund 1,13 interessant. Und dann spiele ich jetzt auch hier nochmal die Fuzzy-Logik ein, die nämlich hier in Anführungszeichen eine gewisse Vorausschau eben gibt, was der Euro heute noch machen könnte. Und das sieht eigentlich relativ ernüchternd aus, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Da sehen wir Euro-US-Dollar auf den aktuellen Niveaus schon das Limit gefunden, wie es scheint. Schon das Limit insofern, dass der Markt hier dann doch eher in den kommenden Minuten, das ist hier das Stundenchartintervall, nach unten driften dürfte und hier das Niveau um 1,1240 auslotet. Das sagt uns hier die Kristallkugel des heutigen Tages im Sinne der Fuzzy- und Vektorlogik inklusive Saisonalität. Sieht also nicht unbedingt positiv aus. Aber, großes Aber, wenn wir hier eben über 1,1370, 72 rausgehen, dann kann man die Fuzzy-Logik getrost beiseite lassen, denn dann haben hier sicherlich die Bullen das Zepter in die Hand genommen und dann dürfte es nach oben gehen. Aber rein statistisch von der Fuzzy-Logik, wenn wir eben hier neue Tiefs machen, 1,13 unterschreiten diesen Aufwärtstrend, dann dürfte es hier, das war 1,1340, diese Unterstützung hier als Ziellevel geben. Das wäre dann hier zwischen dem Resistance Point 1 und 2. Das machen wir jetzt mal grafisch fix. Und insofern hätten wir heute den Fahrplan schon gesteckt. Die Marken sind relativ klar. Aktuell kurzfristiger Widerstand, gehen wir darüber, 1,1370 auf der Oberseite. Gehen wir darüber, haben wir hier deutliches Potenzial. Hingegen jetzt ein Scheitern dann den Pivot Point anspricht, hier diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Und wenn wir unter 1,13 gehen, dann dürfte es unterhalb des Support Level 1 relativ zügig bis 1,1240 Roundabout gehen. Ganz interessante Thesen, ganz interessante Ansichten, wie ich finde. Ich hoffe Ihnen, das hat das Devisenradar des heutigen Tages wieder gefallen. Wenn Sie mögen, schalten Sie doch einfach nächste Woche wieder ein, 9:30 Uhr. Im Übrigen dann nachher noch zwei Live-Trading-TV-Sendungen, einmal Öl und das andere Mal noch eine kleine Überraschung. Dazu dann später mehr. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Handelstag. Viel Erfolg bei Ihren Geschäften und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.